Ja, hallo. Hier will ich mal eine kleine Geschichte erzählen von stiller Nachweiselung, stiller Umweiselung. Und zwar habe ich hier in den Top-Behive, hatte ich ja die Königin gekäfigt. Und nach der Käfigungszeit, ich habe hier alles aufgeschrieben, am 24.07. habe ich eine bestiftete Weiselzelle gesehen. Und habe gedacht, die werden doch jetzt nicht mehr schwärmen wollen und habe sie stehen lassen. Und dann habe ich am 2.8. habe ich eine weitere Weisezelle bestiftet und eine war verdeckelt. Die waren auf derselben Wabe gleich so ein Stückchen auseinander. Die Königin habe ich gesehen. Ne, das ist jetzt das nächste Mal, wo ich reingeguckt habe. 10.8. Da habe ich die Königin gesehen und die hatte hinten links am Flügel hat ein Stückchen gefehlt. Das habe ich mir eingeprägt, weil ich gucken wollte, was da passiert. So, und fehlt ein Stückchen vom Flügel, genau. Und eine verdeckelte Weisezelle vorhanden. Stifte vorhanden. Und dann am 15.8., glaube ich. Keine Weiselzelle mehr vorhanden, Stifte gesehen. Und jetzt schaue ich rein, läuft eine neue Königin drin rum und stiftet. Und heute ist der 3. September. Ja. Also ist nicht gesagt, dass die immer schwärmen wollen, gerade im Juli, das war ja schon Ende Juli fast. Also ist sehr unwahrscheinlich. Also kann man die, glaube ich, stehen lassen um die Zeit. Gerade gut, wenn das Volk jetzt natürlich proppevoll ist. Aber das war nicht so, sag mal so, dass es eine Schwarmstimmung sein könnte. Deswegen habe ich das mal probiert. Ja, das ist mal eine kleine Anekdote zur stillen Umweisung. Hat gut geklappt und da sollen ja die besten Königin sein mit. Jo. Das war das Wort zum Wochenende. Dann macht's gut. Ciao, ciao.